Und willkommen zurück hier beim Fischkarneval. So, was wir jetzt als erstes mal machen werden, ist, wir werden mal diese ganzen Kartenmarker setzen. Und zwar in Salvation Harbor dort. Weil dann können wir, wenn wir irgendwo sind, gucken, ob da nicht in der Nähe was ist. Und zwar O'Callaghan Street, Church Road. Church Road. Und Church Road. So, O'Callaghan Street. Ah, dort. Sehr gut. Coverside Ost. St. Elmo Lane. Und Kingsport. Hier? Kreuzung St. Elmo Lane. Ja, das ist die hier. Und Kingsport Street. Okay. Nummer 3 in Edwinst an der Purity Road, Oak Street. Da ist Oak Street. Purity Road. Dort ist es irgendwie mitten im Wasser. Old Grove Süd Seaside, da ist die Seaside Street. Und Hillside Street in der Zwischen, also. So. Nummer 5. 5. Warte, jetzt. In the Shells Zentrum. Ja, The Shells Zentrum. E. Brown Street. Östlich hier, also irgendwo. Nummer 6. Bald haben wir es. In der Coverside wieder. Und zwar Old Church wieder. Tanner Street. In die Old Church Street. Coverside ist hier. Freedom Avenue. Na, wo ist sie denn? Tanner Road, Roosevelt. Lincoln. Da ist Lincoln. Old Church Road. Nee, das ist Lincoln. Nee, Lincoln. Quatsch, komme ich jetzt auf Lincoln. Aber Old Church Road hier. Und Tanner ist da. Da. Da ist die Tanner Street. Und Nummer 7. Na, warte mal, nochmal. In den Reed Heights. Westen.
Ward Street, da ist die Ward Street. Und die Ivan Street, nahe der Kreuzung, also irgendwo hier. Edwin West. Murdoch Avenue. Da ist die Murdoch Avenue. Und die Oak Street. Irgendwo hier. Gleich haben wir das. Nochmal Reed. West. Zwischen Ivan Street und Oak Street. Dort liegt die Washington Street. Dort. Irgendwo hier. Grimhaven Bay. Und zwar Nord. Hubert Avenue und Whisper Street. Denn die Hubert Avenue hatte ich da vorhin auch gesehen. Also nochmal. Whisper Street. genau da. Super. Und die Schlimmerkreuzung nochmal. Kreuzung Tennis Street und Church Road. Will ich noch? Cover Side? Die hatten wir schon, oder? Covers. Kreuzung Tennis Street. Moment. Church. Moment. Karte. Falsch angemacht. Soll aber dann trotzdem erstmal reichen. Baker Street, Stimme aus den Rohren. Das hatten wir doch auch schon gesetzt, oder? Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Und zwar im Osten. Ja, vergessen. Die Bullock Street. Was ist denn die? Elock Street. Da ist die Hilock Street. Und Bullock Street. Hier ist die Bullock Street. In der Lambert Street. Irgendwo hier. So. Dann. Zuerst zu diesem hier. Und. Was ist da? Achso. Laden des ehemaligen Patienten und zwar in Salvation Harbor, ja, südlich der Polaris Road. Ist denn irgendwo hier? Da ist Polaris Road in der Windheim Street hier. So, da wollen wir jetzt hin. Wo ist denn die Telefonzelle? Da irgendwo. Nee, die Tür nicht dahin wollen wir.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Hof. Das ist sowas wie ein Laden, oder? Minz Finest Clothing. Hallo. Niemand zu Hause. Hi. Ja. Sag mal. Noch einer. Sehe nichts mehr. Da ist noch jemand. Hey, ich abhauen. Wer denn hin? Na gut, dann gucken wir uns erstmal hier oben um. Wenn der nicht mag. Spieler? Ne, Plattenspieler. Nach seinem Aufenthalt bei Dr. Grant zog es der Ladenbesitzer wohl vor, sich selbst medizinisch zu behandeln. Ja, ja. So, was haben wir hier? Chronicles. Was ist da? Patronen? Ja, Schießpulver haben wir auch. Schnell mal was herstellen. So. Huch. Ja, aber insgesamt ist die Machete irgendwie... Oh, da hängt er. Da waren die Weidebiester hier. Blut am Boden. Knarzt was? Ach du Scheiße! Das ist da alles unten für Leichen. Hi. Aber bleibst du stehen? Egal. Das ist doch wohl nicht. Endlich. Mistvieh. Die Patronen machen irgendwie nicht so viel Schaden. So, jetzt müssen wir hier, aber was ist denn hier? Was hat denn denn? Was ist denn? Was in aller Welt? Gucken wir uns mal um. Ja, da können wir was sammeln.
Da gucken wir uns jetzt mal die. Der wird mir nicht mehr viel über diese Monster erzählen können. Oh, da ist noch ein Abschiedsbrief. Selbstmordnachricht. Ich kann mich nicht mehr wach halten und ertrage das nicht länger. Ich will nicht, dass sie wiederkommen. Jedes Mal sehe ich sie in meinen Träumen. Sie tauchen direkt neben mir auf, berühren mich mit ihren kalten Pranken und stechen mich mit ihren Schwänzen. Es gibt nur einen Weg, dieses Leid zu beenden. Möge Kauil mir vergeben. So, unsere Psyche geht wieder nach oben. Jetzt gucken wir uns das doch nochmal irgendwie genauer an. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo... Hier war nix. Dann vielleicht hier. Guck mal kurz mal hier rein. Nee, hier ist was. Das ist aber nur die Selbstmordnachricht. Und Gedankenspiele haben wir auch nicht mehr. Irgendwas haben wir hier noch übersehen. Mal gucken. Geht's hier noch nach oben oder so? Es geht nur nach unten. So, und schauen wir uns hier nochmal. Okay, das war auch nichts Cleveres. Das hier ist mir sehr, das ist sehr merkwürdig. Auch nichts. Er wird mir nicht mehr viel über diese Monster erzählen können. Also hier unten sehe ich jetzt absolut nichts. Gehen wir mal hier oben gucken. Hinter der Theke noch irgendwas? Hier ist auch noch Blut. Ah. Diese Blutflecken könnten auf jeden Fall Wildbeester anlocken. Da ist was. Da was. Die Notizen des Ladenbesitzers. Ich habe wieder diese Träume. Und zwar noch realer als zuvor. Ich kann spüren, wie sich diese Dinge anschleichen. Mich berühren und an meinem warmen Körper schmiegen. Im Kopf des Arztes dreht sich alles nur um deine Theorien, aber wer kann mir wirklich helfen? Ich verliere den Verstand. Als ich heute aufgewacht bin, war eine dieser Kreaturen unter meiner Bettdecke. Ich habe sie auf den Boden geworfen und bin so lange draufgetreten, bis sie sich nicht mehr bewegt hat. Aber das war kein Traum, sondern schreckliche Realität. Weder Kaffee noch Kokainium halten mich wach. Kauil, stehe mir bei. Zweimal wäre ich fast eingeschlafen und sie kam wieder. Aha, ach, das waren schon alle. Gut, schauen wir mal. Das. Genau, das ist die Selbstmordnachricht und die Notizen, das haben wir gerade gelesen. Ich denke mal, das ist darüber Unterhaltung mit dem Doktor. Dann ist das nächste die Adresse des infizierten Mannes. Und zwar in Salvation Harbor.
Also auch hier. Das nördlich. Hixlane. Wo ist die Hixlane? Zeig uns die Hixlane. Also Shells. Moment, Hixlane und Benevolent. Ja. Polaris, Windsheim, Marsch. Also Hixlane. Das muss hier schon sein. Denn die Hixlane. Warte mal, Moorland. Vielleicht sehen wir die Moorland zuerst. Da, Moorland. Da ist sie. Ah. Und zwar Hixlane und Benevolent. Wo ist denn Benevolent? Sieht die eine? Also hier. Da ist die Hixlane. Hier ist die Moorland. Ach da. Was ist denn hier? Okay, da müssen wir mit dem Boot fahren. Na dann. Ich bin jetzt Ausgang da. Schnell raus. War eigentlich sonst noch was? Dankenspieler hatten wir nicht. Wo ist denn unser Boot? Dort lang. Oh, falsche Taste. Okay, wir fahren also hier einmal rum. So ein Cyclops-Mobil. Habe nicht mehr. Alles, alle. Nächste, nächste. Oh ne, können wir da gerade auch. Ich bin doch so da abgebogen. Nee. Echt mit diesen Straßen nicht zurecht. Nee, ich glaube, das ist. Nee, es muss ja da oben. Nee, das muss da oben sein. Das ist bestimmt auch irgendwas, aber nicht das, was wir suchen. So, da ist, was ist das dann? Anlegesteg. Boden. Sind wir denn überhaupt schon richtig? Ne, eine weiter. Da. Müsste dann deuten, dass wir hier irgendwo anlegen können. Das hier ist nichts.
Ah, vielleicht da. Hallo. Sicher ist sicher, nicht wahr? Ja, wir bleiben mal bei der hier. Die mal voll. Hallo, Infizierter. Unsichtbar. Hey, das stand nicht in der Stellenbeschreibung. So, was ist das hier? Das war so cool. Da ist noch ein Buch. Das Geheimbuch von Liz. Hab wieder schlecht geträumt. Das Ding unter dem Boden schabt dauernd, aber Mom sagt, das sind Ratten. Dad hat John geschimpft, weil er am Loch mit Schleim gespielt hat. Ich hab Dad von dem Ding im Keller erzählt und dann hat er mich auch geschimpft. Heute Nacht hat es seinen Kopf aus dem Loch gesteckt. Es kommt immer in der Nacht und will böse zu mir und John sein. Warum glauben mir Mom und Dad nicht? Heute Nacht war ich so müde, dass ich das Loch nicht beobachten konnte. Und jetzt geht's mir schlecht. Mein Bauch tut weh und ich habe dauernd einen Schleimgeschmack im Mund. Mom und John geht es auch nicht gut. Jetzt höre ich wieder dieses Schaben. Aha, tja, ich würde mal sagen... Der Traum eines jeden Kindes. So ein Spielzeug wollte ich früher auch haben. Ja, das hat ihn wohl nicht allzu viel genutzt. Da geht's noch oben. Gehen das mal hier lang. Särge. Warum sind hier Särge? Da sind keine Leichen drin. Müssen wir mal nach oben gucken, würde ich mal behaupten, oder? Können wir da ein bisschen mehr Munition machen? Ja. Da haben wir gerade. Das ist das geheime Buch. Oder nicht? Tja, hallo. Gibt noch höher. Tür ist zu. Ah.
Ohne Munition ist sowas echt ein bisschen garstig. Werkzeug. Der Schleim sieht noch frisch aus. Dr. Grant würde sich sicher dafür interessieren. Ja, ich glaube, das waren sie, oder? Das war Liz und Co. Wenn ich das mal so interpretieren darf. Der Schleim. Ah, ist schon ein oder zwei Wochen her, seit das hier gekocht wurde. Das liebt schon. Ah, da haben wir es. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. John! Ja! Was geschieht mit mir? Egal wie schlecht es mir geht, ich muss zur Arbeit. Warum versteht ihr das nicht? So, nochmal runter. Oder diese verflixte Treppe. Dann schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, erst das hier. Da ist... Hier sind die Kinder. Da ist die Mutter. Die wurde zuerst infiziert von denen hier. Dann haben sie sich krank gefühlt. Aber man musste immer auf Arbeit. Das sind nicht die, sondern hier. Dann ist das hier passiert. Egal wie schlecht es mir geht, ich muss zur Arbeit. Warum versteht ihr das nicht? Und während er weg war und Kinder und Mutti. Dieses Biest kam in der Nacht aus dem überfluteten Keller gekrochen und infizierte die Familie. Nach einer kurzen Inkubationszeit verwandelten sich auch die Familienmitglieder in Monster. Tja, dann haben wir den Fall ja sozusagen gelöst. Die Fallmappe. Genau, hier. Ich nahm eine Schleimprobe für Dr. Grant mit, damit er sie analysieren kann. Und die tödliche Infektion. Kreaturen kamen aus dem überfluteten Keller gekrochen und infizierten die ganze Familie. Nach einer kurzen Inkubation verwandeln sich die alimentierenden Monster. Ich muss Dr. Grant vom Open- und Krankenhaus davon erzählen. Ja. Das werden wir dann auch machen in der nächsten Folge. Hoffentlich rückt da ordentlich was raus. Hauptsächlich Patronen. Die sind hier echte Mangelware. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.